Hallo, guten Morgen, Mittag, Abend. Ich bin Franziska Gerstenberg und ich schreibe seit einigen Monaten hin und wieder für den schönen Blog Other Writers Need to Concentrate, bei dem es um Fragen geht wie Schreiben und Kinder haben. Wie groß muss der Hut sein, unter den das passt? Ich habe vorher nie Blogtexte geschrieben und ich bin noch am Ausprobieren, wie privat so ein Text sein muss oder darf. Also wenn mein Kind einen lustigen Satz sagt, darf ich den einfach so in meinen Text stecken? Gehört der Satz nicht eigentlich dem Kind? Aber ist es möglich, übers Muttersein zu schreiben und dabei ganz bei sich zu bleiben? Passend zu dieser Grauzone zwischen öffentlich und privat seht ihr mich jetzt in meinem Wohnzimmer, auf meinem Sofa, auf dem ich oft arbeite und lese, auf dem ich aber auch mit meinem Sohn sitze und spreche und turne, Comics anschaue. Ich lese 4 Blog-Einträge, jeweils mit dem Datum ihrer Veröffentlichung versehen, also wie eine Art Tagebuch, was die Texte ja im Grunde auch sind. März. Ich sitze am Laptop, als das Kind aus seinem Zimmer kommt. Zur Mittagspause habe ich ihm eine Hörspiel-CD angemacht, die jetzt vorbei ist. Na, frage ich. Bist du eingeschlafen? Nein, sagt das Kind, Wachgruppe. Ich sage, ich muss noch 2 Sätze tippen, warte mal kurz. Das Kind stellt sich neben mich, sieht mir auf die Finger und sagt, klack, klack. Das waren 2 Buchstaben, sage ich, nicht 2 Sätze. Oh Mann! Genervt wirft sich das Kind aufs Sofa. Während ich auf den Bildschirm starre, denke ich an meinen früheren Lektor, der eigentlich Schriftsteller ist. Er hat mir damals gesagt, dass er besser arbeiten kann, seit er 2 Kinder hat, dass er sich überhaupt erst seitdem so richtig konzentrieren kann, dass ihm das unglaublich hilft, diese klare Tagesstruktur, feste Zeiten am Schreibtisch. Ja, in seinem ganzen Leben sei er noch nie derart produktiv gewesen. Aber während ich auf den Bildschirm starre, denke ich, dass es mit dem Schreiben und den Kindern vielleicht so ist wie mit den unangenehmen Eigenschaften und dem Altern. Die Eigenschaft war immer da, nur dass sie sich im Alter verstärkt. Wahrscheinlich war mein früherer Lektor schon immer strukturiert und produktiv und so wurde er mit Kindern nur noch besser darin, wohingegen ich mit dem Schreiben immer Probleme gehabt habe und nun überhaupt nichts mehr auf die Reihe kriege. Aber dafür kann ich doch weder meinen früheren Lektor verantwortlich machen, noch das Kind, das laut jammert, weil es Kekse will. Auf dem Rücken liegend stemmt es die Füße in den Hausschuhen an die weiße Wand. Als das noch nicht hilft, fängt es an, mich zu beschimpfen. Troglodyt, ausgestopfte Fledermaus. Ich klappe den Laptop zu. Du hast ja recht, sage ich. Das Kind hat ja wirklich recht. In dem Tempo dauert es noch den ganzen Nachmittag, bis ich die 2 Sätze geschrieben habe. Autodidakt, schimpft das Kind. Ich muss lachen. Das heißt Autodidakt, sage ich. Weißt du denn, was ein Autodidakt ist? Na klar, sagt das Kind. Jemand, der, obwohl er es nicht gelernt hat, Auto fahren kann. März. Das Kind hat kein Problem mit dem Coronavirus. Das Kind geht sowieso nicht so gern in die Kita. Es ist schon in Ordnung da, findet das Kind. Die Erzieherin ist die Beste, die Freunde sind die Besten. Aber noch lieber ist das Kind, auch wenn wir das schwer verstehen können, mit seinen langweiligen alten Eltern zusammen. Man muss es so sagen, für unser Kind ist es Arbeit, in die Kita zu gehen. Jeden Morgen soll es zur Arbeit und jetzt eben nicht mehr. Jetzt hat es endlich frei. Also wacht das Kind auf und ist allerbester Laune, springt im Bett herum und ruft, draußen ist Corona, die Kita ist zu, wir machen nicht mehr mit. Ich versuche dem Kind den entscheidenden Unterschied zu erklären. Ich arbeite gern. Am stärksten ist dieses Gefühl, dass ich irrsinnig gern arbeite, genau dann, wenn mich etwas daran hindert. Der ideale Tag sieht bei mir so aus. Bis zum Mittagessen kümmere ich mich nur um meinen Roman. Danach, solange das Kind noch in der Kita ist, erledige ich alles, was mit Geld verdienen, Orga und E-Mails zu tun hat. Schon in normalen Zeiten kommt dieser ideale Tag nie so häufig vor, dass sich jemals eine ideale Woche ergeben würde. Aber jetzt?
Da wir, die langweiligen alten Eltern des glücklichen Kindes, beide selbstständig sind, teilen wir uns die Betreuung und können so jeder wenigstens halbtags arbeiten. Wenn es nun aber diese beiden Hälften meiner Arbeit gibt, auf der einen Seite das Notwendige, längst Vereinbarte, die kurzen Deadlines, die Sachen zum Geld verdienen, und auf der anderen Seite ein sperriger, nie fertig werdender Roman, nach dem schon lange keiner mehr fragt, welcher halbe Arbeitstag wird wohl gestrichen werden? Ja, genau. Ich bin gern mit dem Kind zusammen. Ich kann aber nicht den ganzen Tag Lego spielen, sage ich. Und das Kind versteht sofort und schlägt vor, dass wir ein Projekt haben, so wie sie auch in der Kita immer ein aktuelles Projekt haben. Und das Kind legt sofort die Reihenfolge unserer Projekte fest. Zuerst Regenwald, danach Gespenster, dann Köln. Wieso Köln, frage ich. Einfach so, sagt das Kind und setzt als Dauer für jedes Projekt ein Jahr an. Das Kind plant wirklich in die Zukunft. Offenbar geht es nicht davon aus, dass die Kita noch einmal aufmacht, bevor es in die Schule kommt. Ich bin gern mit dem Kind zusammen. Aber ich weiß aus Erfahrung, dass ich, wenn ich länger nicht an meinem Roman gearbeitet habe, keine bessere Mutter werde, sondern eine schlechtere. Das ist ja das Schwierigste am Elternsein, wie gut man sich dabei kennenlernt. Und trotzdem gibt es keine andere Lösung. Egal wie lange es dauert, Regenwald, Gespenster, Köln. Und es reicht, die Nachrichten des Tages zu lesen und ernsthaft über sie nachzudenken, dass mir meine Sorgen um diesen sperrigen, nie fertig werdenden Roman auf einmal sehr klein vorkommen. Man muss es so sagen, anderswo sterben Leute. Dritter Mai. Es gibt die Leute, die darüber reden, wie entschleunigt ihr Leben jetzt ist. Und was sie plötzlich alles schaffen, Corona sei Dank, den Keller aufräumen, alte Bekannte anrufen, Sprachen lernen und das neue Altsaxophon spielt sich so weich wie Butter. Ich gehöre nicht zu diesen Leuten. Wobei das auch nicht ganz stimmt. Meine Tage zerfallen, was die Geschwindigkeit angeht, in zwei Hälften. In der Arbeitshälfte versuche ich, alles doppelt so schnell zu erledigen wie sonst. In der Hälfte, die ich mit dem Kind verbringe, soll alles ganz langsam sein. Das Kind blockiert sofort, wenn es unter Zeitdruck gerät. Wahrscheinlich sind alle Kinder so und die meisten Erwachsenen. Kaum habe ich einmal unglücklich, jetzt müssen wir uns aber beeilen, gesagt, zack, ist der ganze Tag im Eimer. Das Kind ist also sehr zufrieden mit einer Lebensphase, in der es morgens nicht zu einer bestimmten Zeit in der Kita sein muss, in der nachmittags keine Verabredungen einzuhalten sind und es ist noch nicht einmal schlimm, falls man abends später ins Bett kommt. Wenn wir das Buch heute nicht vorlesen, lesen wir es morgen vor. Wenn wir heute doch keine Nudeln selbst machen wollen, weil das immer 2 Stunden dauert, dann nehmen wir eben die aus dem Supermarkt. Ja, die langsamen Hälften der Tage sind schön. Auch die hektischen Hälften der Tage sind machbar. Ist es das scharfe Umschalten, was mich so erschöpft? Ich kann nicht viel sagen gerade. Alles bleibt flach. Ich bekomme wenig mit, kann keine Entscheidungen treffen, die über die nächste Woche hinausgehen. Ich versuche immer nur, während des halben Tages mit der Arbeit und während des halben Tages mit dem Kind genügend gut zu sein, wie es in Elternratgebern gern heißt. Es scheint in dieser Zeit eine Lupe, nein, ein Brennglas über allem zu hängen. Über mir, über meine Arbeit, darüber, wie ich mich als Mutter schlage, was ist das eigentlich für eine Formulierung, über meiner Paarbeziehung, über der Nähe zu meinen Freunden. Alles, was schon vorher da oder eben nicht da war, wird deutlicher. Alles zeigt sich. Nur so genau wollte ich es vielleicht gar nicht wissen. Mir fehlt das Schnelle im Langsamen. Und vor allem fehlt mir das Langsame im Schnellen. Arbeiten ist jetzt nur noch Arbeiten. Schreiben ist jetzt nur noch Schreiben. Mit dem Blick auf die Uhr die Seite füllen. Mir fehlen die überraschenden Momente, die fast immer aus einem scheinbaren Nichtstun entstehen und in denen die Welt einen Sprung bekommt. Wenn es sie allerdings doch gibt, dann sind diese Momente, weil sie gerade so selten sind, noch eigenartiger als sonst. Vor ein paar Tagen habe ich den Podcast von Christian Drosten gehört.
Es ging um eine wichtige Impfstudie, für die 8 Rhesusaffen geimpft und danach mit dem Virus infiziert wurden, was wirklich sehr selten passiert. Es ging um wissenschaftliche Details und plötzlich fiel der Satz, man hat die Tiere danach geopfert und seziert. Hat er das wirklich gesagt, dachte ich, geopfert? Im Podcast folgte die Erklärung, dass die Affen unter Narkose getötet wurden, dass man sich danach die Lunge genau angeschaut hat, auch alle anderen Organe der Tiere, damit man aus diesen Experimenten möglichst viele Daten herausholt. Und dann kam es noch einmal. Wenn man für so eine Impfstudie schon solche Tiere wie Affen opfert. Keine Metapher, keine lyrische Überhöhung, kein Pathos. Nein, das wird offenbar tatsächlich so genannt. Selbst im wissenschaftlichen Kontext heißt das Töten von Versuchstieren Opfern. Ich stand vor dem Radio und der Sprung in der Sprachebene, dieser kleine Sprung in der Welt, hat dafür gesorgt, dass ich aufgewacht bin und mich lebendig gefühlt habe. Plötzlich war ich in der anderen Tageshälfte. Plötzlich war ich das staunende Kind. Juni. Das Kind geht wieder in die Kita. Das Kind geht schon seit einer Weile wieder in die Kita. Und was passiert? Ich vermisse die intensiven Stunden, die wir jeden Tag miteinander verbracht haben. Und ich komme kaum besser mit der Arbeit voran. Immer noch habe ich das Gefühl, dass die Zeit nicht reicht. Also muss ich mich doch einmal fragen, was das eigentlich ist, das da nicht reicht. Konzentration. Mein Gehirn schreibt das Wort in Großbuchstaben an meine innere Wand. Mit dem Kind zusammen zu sein und einen Roman zu schreiben, das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Gemeinsam ist beiden Zuständen, dass sie nur gelingen, solange ich präsent bin. Ich meine das im buddhistischen Sinne, solange ich mich ganz auf eine Sache, auf den aktuellen Moment konzentriere. Ich kann nicht gut schreiben, wenn ich zwischendurch darüber nachdenke, wo ich schwarzen, lichtdichten Stoff herbekomme. Das Kind braucht neue Vorhänge, weil es morgens um 5:30 aufsteht, wenn die Sonne in sein Zimmer scheint. Ich bin keine gute Mutter, wenn ich, während ich mit der Lego-Feuerwehr einen Großbrand löschen soll, an die Arbeit denke, die schon wieder stagniert. Es muss doch beides gehen, denke ich. Da schreibt mein Gehirn ein zweites Großbuchstabenwort unter das erste Anspruch. Mir fällt der Tag ein, an dem ich den Führerschein gemacht habe. Der Prüfer, der zu mir sagte, Sie können Auto fahren. Ihr Problem ist, dass Sie, wenn Sie einen Fehler machen, noch ewig darüber nachdenken. Dieser Mann, der mich überhaupt nicht kannte, hat mich besser erkannt als viele meiner Freunde. Ich fokussiere nicht auf das, was gelingt, sondern auf Fehler. Ich bin fast nie zufrieden. Ich bin nicht zufrieden damit, was für eine Mutter ich bin. Ich bin nicht zufrieden mit dem Text, den ich schreibe. Beim Autofahren habe ich das gelöst. Ich fahre heute kein Auto mehr. Nur möchte und kann ich weder mit dem Muttersein noch mit dem Schreiben einfach aufhören. Es muss doch beides gehen, denke ich. Ich habe diese Diskussion oft geführt, bei der es dann heißt, man müsse Prioritäten setzen. Nicht eines aufgeben, aber doch eines über das andere stellen. Wenn ich hier weiterdenke, ist die Gewichtung natürlich klar. Das Kind ist ein Mensch und das Buch nur ein Buch. Und da ich so gern über meine Fehler nachdenke, die Fehler, die ich als Mutter mache, wirken sich aus. Wenn ich nicht höllisch aufpasse, sitzt das Kind später mal genauso bekloppt im Fahrschulauto und bekommt einen Nervenzusammenbruch, weil es nicht einparken kann. Es ist nur ein Buch, sage ich mir. Versuchsweise schreibe ich auch diesen Satz an die Wand. Warum funktioniert es nicht? Warum geht das Schreiben bei mir, in meinem ganz speziellen kleinen Leben, nicht nebenbei, genauso wenig wie ich nebenbei Mutter sein kann. Einer der Fehler, auf die ich mich gern fokussiere, ist genau das, dass ich früher geglaubt habe, ich würde nebenbei schreiben. Heute weiß ich, das habe ich nicht. Ich war unproduktiv, ich war unprofessionell, ich habe gejammert und gezweifelt. Aber das Schreiben war, ohne dass es mir bewusst gewesen wäre, viele Jahre das unangefochten Wichtigste in meinem Kopf und an allen inneren Wänden. Das kann es nicht mehr sein, das soll es nicht mehr sein. Es muss doch beides gehen, denke ich.
Ich versuche es weiter. Ich habe vorhin gesagt, dass ich darüber nachdenke, wie Kinder in meinen Texten auftauchen. Dass ich nachdenke über diese seltsame Form Blog, die möglicherweise gar nicht zu mir passt, weil sie so privat ist. Und natürlich gibt es aber auch Kinder in meinen literarischen Texten, in meinen Büchern, in meinen Erzählungen, in meinen Romanen. Und deshalb lese ich jetzt noch eine kurze Passage aus dem Roman, an dem ich aktuell arbeite. Also dem Roman, der nie fertig wird. Der wurde schon ein paar Mal erwähnt. Der Roman trägt den Titel »Da brennt ein Haus«. Und ich lese den Anfang des zweiten Teils, in dem die Tochter der Familie zu erzählen beginnt. »2010. Greta. Die Dielen, von denen der Lack abgetreten ist, an manchen Stellen mehr, an anderen weniger. Die abgetretensten Bretter haben eine ungesunde, bleiche Farbe, Wasserfleckenränder wie gemalte Tiere. Und in den Ritzen zwischen den einzelnen Dielen sammelt sich Dreck, Essensreste und, Greta sieht es erst jetzt, auch Lego-Teile. Sie erkennt ein Signallicht, orange, daneben den abgetrennten, kugeligen Kopf eines Männchens. Was sie noch sieht, wenn sie vorsichtig den Kopf hebt, die hin- und hergehenden Beine ihrer Mutter, die den ausgeleierten Trikotrock trägt, den Simon nicht mag. Charlottes Füße stecken in Sandalen mit Korksohlen. Die Hornhaut an den Fersen ist so weiß wie die abgetretenen Dielen. Simon läuft nicht herum wie Charlotte. Barfuß und ruhig steht er am Herd. Greta hört, wie er den Deckel vom Topf nimmt, umrührt, den Holzlöffel abklopft. »Vielleicht können wir doch noch verreisen«, sagt Charlotte, »sonst werden die Ferien lang.« Ihre Stimme klingt leicht, sommerlich und etwas verwischt, anders als die Stimme, die sie Greta gegenüber hat. »Ich kann Steffen anrufen«, das ist Simon. »Wenn jemand etwas weiß, dann er.« »Wenn jemand jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt«, Charlotte lacht. Im Licht, das durch die offene Verandatür fällt, wirbeln strahlende Punkte. Die Sonne reicht bis zu Greta, die unter dem Küchentisch sitzt. Sie sitzt schon lange hier. Eigentlich dachte sie, dass ihre Mutter gesehen hat, wie sie unter dem herabhängenden Wachstuch verschwunden ist. Aber wenn es so ist, hat Charlotte Greta mittlerweile vergessen. Sie redet über den Garten, über die krummen Gurken, die langsam reif werden, und sie macht Pläne. »Ich hätte gern Erdbeeren. Wenn wir die jetzt pflanzen, können wir nächstes Jahr schon ernten.« »Kann es sein, dass du letzten Sommer auch Erdbeeren pflanzen wolltest? Oder habe ich ein Déjà-vu?« »Wäre das nicht schön? Risotto mit Erdbeeren, Erdbeermarmelade, Erdbeeren mit Zucker und Milch«, sagt Charlotte, während sie aufräumt, Geschirr in die Spüle stellt, mit dem Fuß eine Schublade zuschiebt. Ein Stück Brotrinde fällt herunter, sie bückt sich danach, ganz nah beim Tisch, ohne Greta zu bemerken. »Heute ist alles gut«, sagt sie. »Es riecht auch so gut.« »Wer? Ich?« Ein heiseres Lachen oder Glucksen in der Luft, von dem Greta nicht weiß, zu wem es gehört. Draußen vor der Tür zwitschern Vögel. Etwas hat sich verlangsamt in der Küche. Charlottes Füße tanzen Kreise, als sie sich zum Herd vortasten. »Ich kann dich noch spüren«, ihre Stimme, jetzt leiser. »Wo denn?«, fragt Simon. »Von heute Nacht?« Sie verharren nun voreinander. Simons und Charlottes Füße verharren voreinander. Greta hört ein Rascheln, ein Streifen. Charlotte atmet ein, als hätte sie Schnupfen und wollte die Nase frei bekommen. Danach sagt Simon, und Greta versteht ihn zuerst nicht, bis der Satz im Nachklang doch noch einen Sinn ergibt. »Zieh mal diesen Rock aus.« Genau, das hat sie gewusst. Den mag er nicht. Sie klemmt die Haare hinter die Ohren, um besser hören zu können, verlagert ihr Gewicht von einer Pobacke auf die andere. Plötzlich stoppt das Rascheln. Stille. Jemand flüstert. Dann kommen die Korksandalen, ganz schnell. Eben waren sie noch dort, jetzt sind sie schon hier und Charlottes Arm schießt unter den Tisch, um Greta nach draußen zu ziehen. »Mann, Greta, wie oft habe ich dir gesagt, dass du nicht lauschen sollst?
Nicht alles ist für deine Ohren bestimmt. Und Greta schlägt die Hände über die Ohren, für die nichts bestimmt ist, schlägt die Augen nieder und huscht, sowohl ihren Eltern als auch den Stühlen geschickt ausweichend zur Tür. Läuft leichtfüßig durch den Flur, noch immer ist sie zu klein und zu dünn für ihr Alter, aber sie findet es gut so, es stört sie nicht. Sie springt durch die Haustür nach draußen, die zwei Stufen hinunter, rennt lautlos durchs Gras ums Haus herum, drückt sich an die Wand, als sie am Küchenfenster vorbeikommt und kriecht, indem sie sich mit den Ellenbogen vorwärts schiebt, unter die Veranda. Von einem Versteck ins andere. Hier kann sie nachdenken über das, was sie gesehen und gehört hat, über das Große, was offenbar gestern Nacht passiert ist und vielleicht wieder passieren wird, gleich. Diese seltsame Sache zwischen Charlotte und Simon, die Greta begreift, ohne sie wirklich zu verstehen. Sie liebt den Hohlraum unter der Veranda. Wenn oben die Tür offen steht, was im Sommer fast immer der Fall ist, hört sie jedes Wort, das in der Küche gesprochen wird. Noch vor wenigen Monaten konnte sie hier bequem sitzen. Mittlerweile muss sie den Kopf einziehen und die Schultern beugen. Sie legt sich stattdessen hin, auf den Rücken, blinzelt ins Licht, das zwischen den Verandabrettern durchblitzt. Greta schaut nach links, nach rechts. Weiße, graue und braune Kiesel bedecken den Boden. An der Hauswand Spinnen und mit Blättern verklebte Haarknäuel. Sie stellt sich Charlotte vor, ohne Rock, aber mit langen Haaren, und fragt sich, ob sie die Mutter wohl dazu kriegen kann, am Nachmittag mit Karl und ihr baden zu fahren. Sie macht im Kopf eine Liste von Dingen, die sie sich von Charlotte wünscht. Die guten Tage in der Familie sind voller Pläne. In der Küche ist es jetzt still. Bestimmt sind Charlotte und Simon nach oben gegangen. Wieder robbt Greta vorwärts, streckt sich. Die Blechkiste mit ihren wichtigsten Schätzen klemmt zwischen einer der Holzstützen und der Hauswand. Mit der Hand fährt sie über den Deckel, bevor sie ihn öffnet. Da liegen das Schweizer Taschenmesser, mehrere bunte Scherben, der Stift mit der unsichtbaren Tinte, Simons Kompass, den hat sie geklaut, und die Blisterpackung mit der einzelnen Tablette. Die gehörte Greta schon, als sie ganz klein war. Damals hat sie beim Einschlafen auf die winzigen Plastikbeulen gedrückt, in denen ebenfalls mal Tabletten gesteckt haben müssen. Geknistert hat das, geknackt. Greta schlägt die Blechkiste zu, startet ein Spiel, stellt sich vor, dass draußen Krieg ist, stellt sich ganz genau den Rauch vor, das Krachen der Bomben, eine Puppe ohne Kopf, und flüstert. Peng. Peng, peng, du bist tot. Ja, das war's für heute. Da brennt ein Haus gibt es noch nicht in Buchform. Andere Bücher von mir kann man aber lesen. Sie sind im Schöffling Verlag erschienen. Zuletzt der Erzählband, so lange her schon gar nicht mehr war. Ich möchte mich bedanken für die Möglichkeit, im Rahmen von Other Writers Readings diese Lesung zu machen. Und danke an euch vor allem fürs Zuschauen und Zuhören. Bis bald.